Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolopp und Gerst aus dem Loftstudio Cologne. Heute möchte ich meine Lieblingslichtkombo, also aktuell Lieblingslichtkombo, nämlich ein starkes LED-Dauerlicht und eine verdammt große Softbox im Einsatz zeigen und eine Möglichkeit zeigen, wie man seine Bilder mit einer bisschen gezielten Lichtsetzung einfach viel, viel, viel besser machen kann. Es geht darum, dass in heutiger Zeit sehr viel mit AL fotografiert wird. Verstehe ich, und deswegen finde ich auch, dass das LED-Dauerlicht einen tollen Job macht, denn LED-Dauerlicht bindet sich einher, als wäre es im Endeffekt Dauerlicht. Das heißt, man hat zwar eine künstliche Lichtquelle, und das ist ja ganz wichtig, auch vor allem für Krolopp und Gerst. Wir wollen Licht so steuern und so setzen, wie wir es eben haben wollen. Nicht einfach nur akzeptieren, was da vorherrscht und wie man hier irgendwie abfotografieren muss, sondern ein Bild besser machen, weil wir es so wollen. Und dieses Dauerlicht, das handhabt sich eben wie die Lichtquelle, in dem Fall wie die Fensterfront, die ich links von mir habe. Was habe ich jetzt gemacht? Und ich möchte es möglichst kurz und knackig halten. Oftmals gehe ich ganz reduziert und simpel vor. Ich suche mir ein Motiv und eine Situation, wo ich das Startlicht sehr angenehm finde. In dem Fall habe ich hier eine Seitenbeleuchtung durch diese Fensterfront und das finde ich super schön. Draußen ist ein bedeckter Tag, es ist nicht sehr hell heute, aber es ist weich und vor allem es ist gerichtet, weil auf der Seite gar keine Fenster sind. Jetzt nehme ich dieses Licht und ich habe das Licht so positioniert mit dem Modell zusammen, dass ich in dem Fall diese Muskulosität und auch die Knochen und auch den Körperbau meines Modells sehr stark herausarbeite bzw. im Porträt ein sehr tolles Gesichtlicht bekomme. Jetzt ist mir aber auf der anderen Seite einfach das Motiv deutlich zu dunkel, man sieht gar nichts mehr. Das könnte man vielleicht in der Aktfotografie so machen, aber wenn man noch den Personen oder die Menschen selber zeigen möchte, dann geht das nicht so. Und was mache ich jetzt? Ich setze ein starkes LED-Dauerlicht mit großer, weicher Lichtform und zwar extremst nah. Diese Softbox, die ich hier einsetze, diese Microsat-Softbox, die ist 1,40 Meter mal 2 Meter groß. Und das ist ein gigantisch großes Fenster. Also das sind richtig große Fenster und ich glaube, die sind maximal anderthalb Mal, ja vielleicht maximal doppelt so groß. Und das ist nicht kontrollierbar, was daraus kommt, während meine Lichtquelle sogar noch näher rangeschoben werden kann. Und wir wissen ja, nicht nur Lichtleistung verändert sich über Distanz, sondern auch Lichtfläche, also Lichtweichheit verändert sich über Distanz. Und je weiter das weg ist, umso härter wird es. Jetzt kommt der nächste Punkt. Und zwar, ich fahre jetzt auf ein Level runter, wo ich genau die Lichtcharakteristik des Fensters bekomme. Und das ist ganz wichtig. Viele Fotografen machen einfach immer zu viel und zu stark. Da darf ich mich jetzt nicht rauszählen oder rausnehmen aus der Sache, sondern man tendiert bei Lichtsetzung einfach immer so ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen. Und das Ziel ist es, die Leistung so runter zu regeln, dass man eben genau das bekommt, dass sich diese Helligkeiten ähneln bzw. im Idealfall sogar gleich sind. Ich habe das Licht jetzt so gesetzt, dass ich mir noch ein bisschen Schatten halte. Das heißt also, ich habe nicht genau von schräg vorne auf das Motiv, sondern eher von schräg hinten. Und ich habe mir an der Vorderfront noch Schattierung gelassen. Ich finde es gerade ein bisschen schöner, einfach mehr Dunkelheit zu haben. Aber man könnte jetzt auch das Licht ein bisschen weiter nach vorne ziehen und hätte dann wieder mehr Helligkeit. Also, das ist relativ simpel. Wichtig wäre nur, A, so nah wie möglich ran mit der Kunstlichtquelle. Dann wird sie weich, dann wird sie im Endeffekt unmerkbar. B, sehr, sehr, sehr niedrig halten. Wir waren bei nur 10% und das ist die minimale Leistung, die aus unserem Jinbei oder Godox 200 Watt LED-Licht rauskommt. Und dann ist es eben die Sache, dass man das extra setzt. Das wäre der dritte Punkt. Man setzt LED-Licht nicht erst am Anfang, dreht hoch und fotografiert es an, sondern man passt es an. Dort, wo es fehlt, in unserem Fall auf der dunklen Seite, dort haben wir ganz gezielt das Motiv aufgehellt, ausgeleuchtet und nochmal akzentuiert. Das ist ganz einfach. Einstellungsfenster, hinzu, nah ran, runter, runter, runter und dann ganz gezielt fotografieren und tolle Bilder kommen raus. Ich hoffe, das Video gerade eben hat entsprechend gefallen und an dieser Stelle möchte ich einfach mal ein bisschen Werbung für uns und für eigene Sache machen. Ganz besonders möchte ich einfach mal hinweisen auf unser Crashkurs Portrait 2
Workbook. Also zwei deswegen, weil das ist das Videotraining, hier in DVD-Form, gibt es aber auch als Download. Und eben dieses massiv große Workbook mit ganz vielen Fotos drin, mit ganz vielen Erklärungen hin zur Fotografie. Ich kann mal so grob durchblättern hier. Ach, so, mehr braucht man aber erstmal nicht sehen. Solche Videos wie gerade eben bei YouTube und Co., da hilft es einfach, sagen wir es so, wenn der ein oder andere Fotograf dann doch mal zuschlägt bei uns im Store. Deswegen, das ist eine super schöne Sache, gibt es im Bundle und man hat richtig tolle Infos zur Porträtfotografie.